Köpenicker SC gegen SC Potsdam, das ist mehr als nur ein Bundesligaspiel, es ist das Derby Berlin gegen Brandenburg und so ein Ereignis kann schon mal den Hausfrieden gefährden. Nationalspielerin Saskia Hippe begann ihre Karriere in Köpenick, heute greift sie für Potsdam an. Ihr Vater Frank blieb dem KSC treu, aber natürlich auch seiner Tochter. Heute ist ein Tag, wo ich für beide Vereine bin. Warum? Weil meine Tochter halt bei Potsdam spielt und ich Köpenicker Fan bin mit Leib und Seele und hier wirklich gern die Trommel schwinge, aufräume, viel für den Verein tue. Und sein Köpenicker Herz kann sich zu Beginn des Spiels freuen. Der KSC-Block in Rot lässt kaum einen Ball durch. 10:6 sind die Hauptstädterinnen vorne. Dann kommt Potsdam ran. Einige starke Angriffsschläge nun von Saskia Hippe. Ihr Vater wirkt noch recht nüchtern. Genau wie die Köpenickerinnen am Ende des Satzes. Besonders auffällig dabei Pia Riedel, die immer wieder den Potsdamer Block anschlägt. Im Stand von 24:23 gibt's den ersten Satzball und den nutzen die KSC-Schmetterlinge. Im zweiten Satz zeigen sich Konzentrationslücken in der Aufschlagannahme. 0:6 schon der Rückstand für Köpenick und er bleibt auch bis zum 11:18 durch Hippe. Doch der KSC gibt sich nicht auf, kommt wieder heran, kriegt sogar einen Satzball nach dieser missglückten Potsdamer